Mal gucken und ich muss einfach abschalten. Ich muss mal ganz kurz irgendwas anderes im Kopf haben als Arbeit. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, bevor ich nichts mache, ne, schmeiße ich einen Stream an. Dabei kann ich immer sehr, sehr gut entspannen. So, was macht der da jetzt? Nichts. Cool. Geht nicht. Nieder mit dir. Das war knapp. So, auf der Jagd nach der Wahrheit, geh zum Tempel. Gut. Tempel ist da oben. Okay, ein paar Wachen sind verschwunden. Oder die haben sich bewegt. Beides möglich. Der da entdeckt uns natürlich gleich wieder. Reagiert aber nicht auf Pfeifen. Okay. Ja, das Lager ist ganz schön voll geworden, ne? Kriegen wir den, wenn wir hier an den Rand gehen? Nein. Was? Der war schön. Das heißt, der hat uns gar nicht entdeckt. Jawohl. Es war an der Zeit. Es war an der Zeit. Seine Zeit ist definitiv abgelaufen. Meucheln uns jetzt einfach mal ganz, ganz langsam und ganz, ganz sachte hier durch. Wir werden ja nicht aufgehalten. Der Tempel. Bringen wir es zu Ende. Nichts und niemand steht mir im Weg. Nicht jetzt. Nicht so kurz vor meinem Ziel. So, wir nehmen mal Zeugs mit. Wir müssen nach unten dahin. Moment, irgendwer sieht uns, bemerkt uns. Ja, okay. Chillt hier, ne? Ich glaube nicht, dass der NPC hier noch stehen sollte. Nee. Was haben wir hier? Waffenauflistung. Ich glaube, das ist immer noch gleich wie ganz am Anfang vom Spiel. Wir haben ja hier angefangen. Ich glaube, das ist immer noch genau gleich. Bist du Freund oder Feind? Du bist ein NPC, der nicht gehört. Ist kaputt. Ob eine Zwischensequenz kommt oder nix. Okay, sieht da nichts aus. Den machen wir auch weg. Es sind mehr von euch nötig, um mich aufzuhalten. Da vorn sind noch mehr. Das heißt also, ich bin hier richtig. Ja, genau. Ich
Oh, Spiel. Parcours kann es aber immer noch nicht. Ich würde gern da oben hin. Ja, danke schön. Wir sollten nicht hier sein. Unsere Befehle lauten, den Tempel zu sichern. Nicht hineinzugehen. Ich weiß. Scheiß auf die Befehle. Du weißt, was wir durchmachen mussten, um hierher zu kommen. Wen wir verloren haben. Meinst du, wir bekommen irgendetwas, sobald unsere Herren haben, was sie suchen? Meinst du, wir werden belohnt? Ha, sicher nicht. Was? Ein Moment! Stehen bleiben! Wo kommt der jetzt her? Das war aber echt in allerletzte Sekunde. Oi, das war knapp. Ja, den kriegen wir weg, oder? Und der eine, der dann steht, den kriegen wir auch noch weg. Mal sehen, ob ich vermag, woran diese Eindringlinge scheiterten. Was wollten die denn? Erstmal looten. Also kommt wohl ein Bosskampf, ne? Erstmal alles aufladen. Was ist das für Zauberei? Moment. Das Zeichen kenne ich. Echt? Woher denn? Hat man das schon mal? Genau davor hatte ich dich gewarnt. Letzte Chance. Wie du willst. Aber ich will gar nicht. So weit ist es also gekommen. Wir töten einander? Ist das deine Vorstellung einer Bruderschaft? Die Bruderschaft steht zusammen. Für jene, die sich darüber erheben wollen, ist kein Platz. Denkst, ich erhebe mich darüber? Wach auf, Basim! Du gehst den Pfad. Das klappt sogar. Letzte Chance. Das hat sie doch gerade gesagt. Ich opferte euch alles und du lockst mich an! Du wusstest es. Seit der Nacht, in der wir aus El Anbar flohen, kanntest du meine Wahrheit. Ich fürchtete nur ihre Bedeutung. Doch ich ließ meine Sorgen außer Acht. Es musste sein. Du warst nur ein junger Mann, gebrochen und allein, der sich nach Führung sehnte, Gutes tun wollte. Ich bin immer noch hier. Gib auf. Basim. Lass sie. Komm schon. Ich habe das nicht gewollt. Aber ich muss es wissen. Ich will dich nicht an das verlieren, was du dort drin finden magst.
Du musst nicht in die Vergangenheit blicken, um zu wissen, wer du bist. Wer du sein kannst. Du hast die Wahl, Basim. Vertraue mir. Das wollte ich. Doch du hieltest es für das Beste, mich zu kontrollieren. Genau wie unsere Feinde. Basim, hier drüben. Ich weiß, was das ist. Der Schlüssel. Woher weiß sie das? Ich weiß, ich habe mich die letzten Male verplappert und Rivka gesagt, anstatt Roshan, wer die Böse ist. Aber wieso weiß Rivka plötzlich so viel hiervon? Oh, uns folgt zumindest schon mal keiner. Also kein Hinterhalt. Sie wird uns folgen. Nein, das kann sie nicht. Du hast es selbst gesehen. Mehr von diesen Dingern. Welche Wahrheiten sich darin wohl finden? Welche Geschichten sie erzählen? Was auch immer sich hier befindet, ist von großer Wichtigkeit. Für die Verborgenen. Für den Orden der Ältesten. Für mich. In was sind wir hineingeraten? Wohin hat mein Pfad uns geführt? Du willst nicht wissen, warum irgendjemand an diesen Ort geführt wurde. Ja, doch. Trügen mich meine Augen? Siehst du das auch? Nihal? Ja. Ich bin hier. Ach, Nihal. Entschuldigung. Rivka ist ja wieder ein anderes. Was hier sein mag. Es wurde vor langer Zeit erbaut. Für einen Zweck, den ich nicht kenne. Ich schon. Woher? Ich weiß es nicht. Nihal. Du beunruhigst mich. Überlebt. Aber jetzt sind wir irgendwo, wo wir nicht mehr wegkommen. Ich dachte schon, ich wäre wieder in der Klippe. Weit, weit runter gehüpft. Mal dahin. mal kein Enshrouded oder Palworld. Hi, Fluffy. Mal gucken. Also, Enshrouded hat es mir auch angetan. Allerdings hatte ich eigentlich andere Pläne nach Mirage. Müssen wir mal gucken. Komm mal denn da. Ach, da geht's lang. Okay. Da geht's auch lang. Aber mal gucken, wo wir jetzt landen. Letzten Spielstand. Palworld ist doch sowieso schon wieder vorbei. Ich meine, alle, die bei mir letzte Woche Palworld gespielt haben, spielen diese Woche Enshrouded. Wurde eh schon abgelöst. Trügen mich meine Augen? Siehst du das auch? Nihal? Die letzten anderthalb Wochen waren schlimm, ja. So von... Was auch immer das hier sein mag. Hallo? Es wurde vor langer Zeit Nihal. Wenn so 10 Streamer online waren, 9 davon haben entweder Palworld oder Enshrouded gespielt. So, geh mal rein. Bei mir gibt's Enshrouded, Palworld und dann dich. Dankeschön. Ich kenne diesen Ort. Eigentlich müsste man den Hype mitnehmen, ne? Und das spielen, was viele Leute sehen will. Aber, nee. Nee. Ich bin nie so einer.
Also Palworld nicht, Enshrouded. Müssen wir mal gucken. Das kann nicht sein. Moment mal, Nihal gibt's gar nicht? Ich persönlich hasse Hype Games. Ja, Hass ist ein hartes Wort. Ich spiele sie nur nicht gern. Weil ich eben nicht auf einen Hype aufspringen möchte. Aber Nihal gibt's gar nicht. Bist du? Sieh! Schau es dir selbst an! Das ist der Chin. Ah, okay. Komm und zeig dich! Du wagst es, dich zu verstecken? Nach allem, was ich durchgemacht habe? Wo bist du? Haben es Nischen-Games angetan? Space Engineers oder Mechwolder? Wo es nicht viele Spieler gibt? Ja... Der Djinn aus meinen Träumen. Die Gestalt aus diesen Visionen. Sie sind ein und dasselbe. Ist es das, was ich sehe? Erinnerungen aus einem lang vergangenen Leben? Sind es die meinen? Ich bin nicht unbedingt auf Nischen-Spiele aus. Ich spiele halt das, was mir gefällt. Mein Vaterknecht. Albert, nein. Entschuldigt, ja. Was mich plagt. Wenn dem so Starfield ist, wollte ich auch mal machen, aber irgendwie... Irgendwas hält mich davon ab. Bauchgefühl. Und dann spiele ich es nicht. Assassin's Creed? Auf jeden Fall. Auch wenn mir das Spiel hier auch Schwächen zeigt, die es hat. Ne? Ich spiele es trotzdem. Aber ich mag Melee Combat. Ganz einfach. Aber grillt meine Kraka. Ja, das ist schlecht. Nein. Warum sehe ich das? So, und nü? Ach komm. Dann wäre MHW was für dich. MHW? Was ist MHW? Erinnerungen, die meine Seele erbeben lassen. In solchen Momenten der Not war mir der Djinn immer am nächsten. Monster Hunter World. Sie lässt mich in meinem schwächsten Moment erstarren. Ja. Ja. Glaube ich auch. Habe ich mir zu wenig angeguckt, um das wirklich sagen zu können. Ich habe nie verstanden, prinzipiell ja, was ich gesehen habe bis jetzt. Oder warum er mich heimsucht. Doch ich beginne mich zu erinnern. Ich bin in einer kalten Zelle. Flehe darum, dass es aufhört. Es kommt bestimmt gleich wieder ein Bosskampf in einem Spiel, das auf Stealth ausgerichtet ist und man entweder ausweichen oder blocken kann.
Und blocken bringt eigentlich nichts, weil Bosse nur mit roten, nicht blockbaren Angriffen angreifen. Also kann man ausweichen. Doch wenn ich diesen Schmerz überwinden soll, dann will ich eine besagte Schwäche von dem Spiel. Gibt's auch Range-Waffen, aber trotzdem Close Combat. Ja, sowas mag ich halt. Es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Es gibt aber auch Close Combat, den mag ich nicht. Zum Beispiel For Honor. Mit, man kann blocken, aber man muss oben Zelle. Links oder rechts blocken. Meine das, dafür bin ich zu langsam, ich zu alt. Schaffe ich nicht mehr. Oder auch... Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Nein. Wenn ich zu sehr damit beschäftigt bin, in welche Richtung ich blocke und aus welcher Richtung ich angreife, ist es nö. Zum Beispiel auch Chivalry oder Mordhau. Finde ich cool, aber ich mit dem Drag und das Drag-System, das Block-System, nee, aber nein. Schade, an sich würde mir das Spiel gefallen. Monster Hunter nicht entweder Block oder nicht. Ja, genau. Lassen Sie sich ausweichen. Ich meine, Valheim hat ein wunderbares Kampfsystem. Es ist schlicht, es ist einfach. Dadurch ist es gut.